Du weißt doch sicherlich, was Messis sind. Das sind Menschen, die, warum auch immer, ihre Wohnungen oder ihre Häuser komplett zumüllen. Zumüllen. Menschen, die im Dreck leben. Die also die Dinge, die sie kaufen, Lebensmittelverpackungen, Flaschen, alles Mögliche, nicht wieder entsorgen, sondern in der Wohnung behalten. Und im Laufe der Zeit wird es eine einzige Müllhalde. Entsetzlich. Furchtbar. Sie leben im Dreck, sie leben im Gestank, sie leben im Müll. Warum auch immer. Interessant ist, dass sehr häufig diese Menschen, wenn sie das Haus verlassen oder ihre Wohnung und beispielsweise einen Beruf ausüben, akkurat gekleidet sind und völlig normal aussehen. Man sieht es ihnen nicht an. Häufig, habe ich gelesen, sind das Menschen, die im Beruf sehr penibel, sehr genau, sehr pingelig sind sogar. Eigentümlich, nicht wahr? Und ich dachte daran, eigentlich ist das etwas, wie manche Menschen wirklich leben. Nach außen alles sauber, alles bestens, aber in ihrem inwendigen Menschen, in ihrem Herzen, in ihrer Seele, in ihrem Sein, in dem, was verborgen ist, was hinter der Tür ist, ist es ein einziger Müllhaufen. Sie sind gebunden mit Dingen, die sie immer wieder in sich reinfüllen, an Schlechtem, an Bösen, an Negativen, an Perversion. Und es sammelt sich ein gigantischer Berg von Dreck an, von dem kein Mensch was weiß. Messis im inwendigen Menschen. Das ist wirklich ätzend. Und ich dachte daran, weißt du, Buße tun, Dinge mit Gott bereinigen, Buße tun, Sachen bekennen, bedeutet ja, dass man frei wird davon. Das kannst du dir vorstellen wie eine himmlische Müllabfuhr. Eine himmlische Müllabfuhr. Die Wohnung wird general gereinigt. Der ganze Rotz, der ganze Mist, der ganze Müll, der ganze Gestank kommt raus. Du kannst wieder atmen. Dein inwendiger Mensch wird befreit von all dem. Von all dem, was da an irgendwelchem Dreck reingekommen ist. Und vielleicht weißt du genau, von was ich spreche. In deinem persönlichen Leben. In deinem vielleicht messi-mäßig versauten inwendigen Menschen. Vielleicht betrifft es dich. Dann rate ich dir, dass du Buße als Müllabfuhr wirklich in Anspruch nimmst. Sagt, Herr, ich will frei werden von all dem. Ich will eine himmlische Müllabfuhr. Ich will, dass ich wieder durchatmen kann und in ein normales Leben hineinkomme, in ein Leben, was dir wohlgefällig ist, in ein Leben, wo du in diesem Haus, in diesem inwendigen Menschen wirklich wohnen kannst, wo du dich wohlfühlst, wo kein Müll ist, sondern wo ich frei bin davon. Und wenn Dinge reinkommen, sofort wieder weg. Wenn Dinge reinkommen, sofort wieder Buße tun und entsorgen, dass das Haus rein und sauber und schön bleibt. Du musst wissen, dass diese Müllabfuhr, der Herr für dich zur Verfügung gestellt hat, Buße, Buße. Immer wieder kann es passieren, dass man Müll im Haus hat. Weg damit, mit der Hilfe des Herrn. Er gibt dir diese Option und er lädt dich ein, du Buße, um wirklich von den Sünden frei zu werden und auch frei zu bleiben. In dem Sinne kannst du gewiss sein, dass Gott viel, viel mehr für dich hat.